Es ist ihr großer Tag. Anna Ginsburg vom USV Erfurt hat es ins Finale geschafft. Sie zeigt eine Kampftechnik ohne direkten Gegner, die sogenannte Kata, deren Bewegungsablauf genau vorgeschrieben ist. Fast 30 verschiedene gibt es. Die 10-Jährige demonstriert die sogenannte Kankusho. Ich finde die einfach dynamisch und da kann man mit den Sprüngen oder mit den Fußtritten sehr punkten und die sieht auch ganz gut, also von außen auch ganz gut aus. Das denken sich auch ihre Mitstreiterinnen vom USV Erfurt. Sie gehen als Titelverteidigerinnen im Team ins Finale. Ihre Trainer hoffen, dass sie es auch diesmal schaffen. Weil sie halt zu dritt sehr gut harmonieren und von Geschwindigkeit, Stärke, Ästhetik sehr gut zusammenpassen. Das Wichtigste aber ist ihre Synchronität. Dafür haben sie lange geübt. Wir sind jetzt seit ungefähr 3 Jahren ein Team. Wir trainieren 2-mal in der Woche. Und bis eine Katja richtig sitzt, das dauert natürlich. Das schnelle, dynamische und es gefällt mir richtig gut. Dann war es einfach so ein Teil von meinem Leben mit. Da habe ich halt meinen Platz gefunden. Es hat geklappt. Erneut werden sie deutsche Juniorenmeisterinnen im Kata-Team. Das war ja wirklich ein Herzschlagfinale, 3-2. Ich glaube, mein Puls war draußen höher als der von den Mädels drinnen. Mehrere deutsche Meistertitel holen die Thüringer auch im freien Kampf, sowohl im Einzel als auch im Team. Mit 6-mal Gold, 5-mal Silber und 15-mal Bronze wird Thüringen drittbester Landesverband. Und wenn man schon einmal bei einer Deutschen war, dann weiß man, nee, ich höre jetzt nicht auf.